Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme in Minecraft. Das müsste ungefähr Folge 29 sein, wenn ich mich richtig irre. Und heute möchte ich mit euch einige kleine Dinge anschauen, wie zum Beispiel hier haben wir ein bisschen mehr Energie zur Verfügung, damit werden wir heute etwas machen. Und vor allem möchte ich mit euch mal noch die To-Do-Liste für Stufe 2 anschauen. Die habe ich jetzt ja, bereits geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt schon. Auf jeden Fall hängt diese hier hinten. Und ja, vor allem geht es da jetzt mal um das Haus hier, das wir uns dann bauen werden. Und wir werden auch mit Magie beginnen und mit unserer schönen Rüstung. Und auch bei Applied Energistics werden wir ein wenig weiterfahren. Und auch einige Aufgaben hier, zum Beispiel Buildcraft, Gates und Fassaden, das haben wir ja bereits gemacht. Und bei Railcraft, Dampfturbine, die haben wir ja auch bereits gebaut. Also wir haben eigentlich davon auch schon ein paar Sachen. Dann geht es auch bei Forestry, möchte ich mindestens 10 Bienenarten züchten. Und so, wir werden schon einiges länger jetzt an dieser Stufe 2, 3 dran sein als vorhin. An der Stufe 1. Ja, und hier, ihr seht, der Steinbruch läuft zurzeit gerade nicht. Ich habe das jetzt absichtlich so gemacht, damit es nicht beginnt zu laggen. Und ja, hier unser Pflasterstein, der wird schön abgesaugt hier unten von unserer Crafting-Anlage. Ich habe sie noch ein bisschen ausgebaut hier. Jetzt wird hier die erste Stufe wird jetzt hier ziemlich schnell gecraftet, damit diese immer voll ausgelastet sind. Und hier, ja, wir sind jetzt schon bei den 6500ern und weiter möchte ich das nicht mehr machen. Und dann haben wir hier 59.000 in einem Block und diese können dann hier in die Kiste kommen. Ja, das dazu zu unserem schönen Pflasterstein, der eigentlich nicht immer sehr beliebt ist. Dann hier hinten beim Metafabricate habe ich ein bisschen umgebaut. Bei der MFSU habe ich jetzt auch einen Schalter dran. Und ihr seht hier, die ist jetzt eigentlich fast voll, aber sie geht nie auf die 10 Millionen hoch. Und hier bei diesem Redstone kann man nämlich einstellen, dass sie nur Energie rausgeben soll, falls sie ein Redstone-Signal bekommt und voll ist. Also jetzt ist sie hier ja dauerhaft voll eigentlich und der Metafabricator arbeitet hier schön. Ja, wir haben bereits 7 UU-Meter. Und wir werden dann bald mal Advanced Solar Panels daraus craften. Und diese 7 UU-Meter hätten jetzt den Wert von einem Iridium. Ja, und wenn ich hier den Schalter zum Beispiel umlegen würde, dann würde sich einfach die MFSU wieder entleeren und der Metafabricator dementsprechend natürlich schneller arbeiten. Ja, dann habe ich für heute mal das hier vorgecraftet, was ich gesagt habe, Industriedampfmaschine. Die werden sehr viel Buildcraft-Strom produzieren für uns. Die bringen wir da oben dann gleich mal hin. Und dann habe ich hier noch einen zweiten Motor, der produziert auch Buildcraft-Energie. Nämlich der Verbrennungsmotor, der wird uns unser Benzin verbrennen. Ja, das bringen wir jetzt mal nach oben. So, hier habe ich schon mal unser Testobjekt von unten nach oben geholt und hier ein bisschen aufgestellt. Jetzt können wir dies nämlich wahrscheinlich direkt hier hin platzieren. Nein, doch nicht. Dann bauen wir die wieder ab einfach. Ja, aber den hier hinten, ja, das ist eigentlich auch egal. Dann müssen wir das hier doch noch etwas anders machen schnell. Das heißt ja, brechen einfach hier die Leitung wieder ab und Testobjekt müssen wir auch ein bisschen versetzen. Das heißt, jetzt kommen die Energieleitungen mal hier drauf und die Steam, also Dampf, die müssen jetzt hier rankommen. Die befüllen sich aber jetzt nicht mit Dampf, warum nicht? Müssen die ein Redstone-Signal bekommen vielleicht? So natürlich. Ja, so funktioniert's. Dann machen wir das gleich so. Hier müssen wir natürlich wieder auf Output stellen, sonst explodieren die irgendwann. Und jetzt kommt
hier nochmal eine Leitung dran und jetzt dann hier Tesseract. Und hier stellen wir wieder auf die Frequenz Steinbruch ein und Send Only. Jetzt müsste die Dieselproduktion da oben etwas schneller laufen, weil jetzt haben wir eine Leistung von 24 Minecraft Joules. Ja, die läuft um einiges schneller jetzt. Wir können sie aber nochmal etwas optimieren. Und zwar mit den Motoren, die wir uns gleich gecraftet haben. Ja, ich platziere die einfach mal hier. Und die brauchen Wasser, wie ihr seht. Wasser, um den Motor zu kühlen. Die können sonst auch explodieren. Hier stellen wir die natürlich auch wieder richtig ein und auf Output. Und na, der Aquarius-Akkumulator läuft hier. Den habe ich bereits aufgestellt hier so. Und ja, wie bin ich auf diese Motoren gekommen? Wenn wir hier einmal suchen, Diesel. Und so, dann sehen wir beim Benzin. Wir können damit 384.000 EU in einem Dieselgenerator produzieren. Aber in einem Verbrennungsmotor, also Combustion Engine, da in der Klammer, können wir 6 Minecraft Joule für 100.000 Ticks produzieren. Das sind 600.000 Minecraft Joules. Und ein Minecraft Joule ist 2,5 EU. Also es ist um einiges mehr, was wir damit produzieren können. Deshalb nutzen wir es hier. Ja, ich möchte aber nicht gleich den ganzen Diesel hier verbrennen, deshalb habe ich hier Eimer. Und ich werde jetzt die Raffinerie hier, also ich meine die Motoren hier einfach manuell befüllen. Wir können da immer schön rechtsklick auf den Tank machen und jetzt haben wir hier Benzineimer. Die können wir nicht ausleeren. Also, kleiner Fehler wahrscheinlich. Wir legen bei allem mal 4 rein. Dann geht das schön auf. Die bräuchten dann auch noch ein Redstone-Signal, damit sie arbeiten. Das geben wir denen gleich. Und auch die Steuerung von Applied Energistics habe ich mittlerweile hinbekommen. Jetzt haben wir unserer Werkstatt hinten auch ein schönes Signal, wenn wir da auf einer Druckplatte stehen. Ja, und wie treiben wir das hier an? Ich würde mal sagen, ich mache uns noch schnell ein paar Schalter. Wir machen uns jetzt mal schnell ein paar Schalter einfach. So, dann haben wir hier 4 Stück. Und hier Steinziegel als Blöcke. Ich weiß gar nicht, ob ein Aquarius-Akkumulator überhaupt reicht, um die 4 Motoren auch mit genügend Wasser zu versorgen, weil die saufen ziemlich viel Wasser. Ich habe das natürlich getestet im Kreativmodus, ob das überhaupt auch wirklich mehr Energie gibt, und ja, es war eben doch so. Und jetzt muss ich mal schauen, arbeiten die? Ja, funktioniert so. Dann machen wir das mal bei 2 und ich hoffe jetzt mal. Die ziehen jetzt doch nicht so viel Wasser, aber wenn sie dann heiß sind, brauchen sie ziemlich viel Wasser. Und wir schalten jetzt hier einfach mal alle an. Und ja, das dauert jetzt wirklich sehr lange, weil 100.000 Ticks, das sind 5.000 Sekunden. Und 5.000 Sekunden,
Das sind ja fast 100 Minuten. Nein, nicht ganz, aber so plus minus. Also es ist über eine Stunde, die also die werden jetzt doch die werden ungefähr 6 Stunden laufen, bis die das Ganze hier verbraucht haben. Und während dem ganzen Prozess geben die ja hier Energie ab und an unsere Raffinerie, und die arbeitet jetzt dort wahrscheinlich noch etwas schneller. Ja. Ich glaube jetzt aber hier, ja, wir haben immer noch eine Leistung von 100%, obwohl jetzt hier auch noch eben die Dampfmotoren laufen. Und die haben jetzt auch eine Leistung von 8 Minecraft-Joules. Ja, ich denke, wir können wahrscheinlich noch mehr anschließen. Und ich habe mir auch schon überlegt, eigentlich könnten wir den doch noch auf 4 erweitern und den damit eigentlich in die Decke reinbauen. Und dann einfach oben dran, das wäre ja dann gleich eigentlich der Boden von der zweiten Etage, die wir noch bauen werden. Und dann könnten wir einfach auf dem Boden sozusagen diese platzieren. Also diese Dampfmaschinen, die würden dann einfach für unseren oberen Stock auch noch Energie produzieren. Ich finde das keine schlechte Idee. Ja. Dann habe ich auch noch eigentlich ein paar Bienen habe ich noch mal gefunden vom letzten Mal, aber eigentlich keine groß nennenswerten. Es waren auch wieder nur riesige, die wir da sowieso gefunden haben bereits. Ja, ich denke, das kann jetzt hier mal laufen und jetzt sind wir bei 12 Minuten. Ich möchte noch nicht aufhören jetzt mit der Aufnahme. Deshalb würde ich mal vorschlagen, beginnen wir ein bisschen mit dem Hausbau bereits. Hier habe ich bereits etwas weiter gemacht, da kommt dann schönes klares Glas rein. So, und hier möchte ich ein großes Fenster reinmachen. Und zwar, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das wird 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 Blöcke breit wird das. Das heißt, hier kommt hinter das so und hier ebenfalls. Dann kommt hier ein Fenster rein. Und hier kommt wieder so ein Bogen dann. Ja, das wird 4. Ich möchte heute einfach mal so die Grundmauern ungefähr bauen und das nächste Mal können wir dann mit dem Hausbau noch etwas weitermachen. Hier kommen dann überall auch wieder schöne Fenster mit Clear Glass, klarem Glas rein, ja. Und ja, wir machen uns jetzt nochmal ein bisschen Steine hier. Ich habe jede Menge vorbereitet, 25 Stacks. Und klares Glas können wir hier gleich auch noch welches holen, so ein Stack ungefähr. Der Steinbruch ist mittlerweile übrigens jetzt auf Ebene 19, glaube ich, angekommen. Das heißt, bald wird es von Diamanten sprudeln und so weiter. Redstone ist natürlich auch in Maßen vorhanden. Und Clearglas hat ja eben den Vorteil hier, wenn man mal etwas falsch setzt, kann man es einfach wieder abbauen, ohne dass es kaputt geht. Also da muss man nicht irgendwie so eine Spitzhacke oder was auch immer mit Behutsamkeit verzaubern. Das geht hier einfach so. Das ist eben auch ein Vorteil, den Tinkers Construct so mit sich bringt. So, jetzt geht es hier weiter mit den Mauern wieder.
Ich habe hier auch noch zwei neue Werkzeuge, die Adamantin Pickaxe und Adamantin Schaufel. Das sind die stärksten Schaufel, stärksten Werkzeuge, die es gibt, und die halten am längsten. Wenn man die mit Haltbarkeit verzaubern, kann man damit bis zu 6400 Blöcke abbauen. Also jede Menge. So, ja. Hier werde ich dann natürlich weiterbauen noch. Hier machen wir das auch noch so weiter. Und hier wird dann eine Tür reinkommen und hier rundherum so ein Glasrahmen. Das werde ich dann auch noch bauen. Bis zum nächsten Mal wahrscheinlich dann. Und hier geht es natürlich wieder weiter. Hier kommen wieder schöne Fenster rein. Mit schönem klarem Glas, ja. Das ist wirklich eine gute Erfindung, die Tinkers Construct da gemacht hat. Und ich glaube, ich muss auch Applied Energistics noch updaten mal, weil da gibt es auch noch neue Dinge, habe ich gesehen, die ich hier noch nicht drin habe. Aber das, was ich da gesehen habe, werden wir, wenn, dann auch erst in der Stufe 3 bei den Aufgaben bauen. Ja, schreibt mir doch bitte auch mal noch in die Kommentare, wie ihr mein Haus hier so findet, was ich vorhabe zum Bauen. Und ja, ich bitte um euer Feedback dazu einfach. Wie ihr das findet, so vom Design her oder was man ändern könnte. Also das Dach werde ich, wie gesagt, wahrscheinlich aus Ziegeln bauen. Hier rundherum werde ich jetzt mit diesen Steinziegeln arbeiten. Und was sonst noch kommt, werden wir dann sehen. Die Inneneinrichtung, dafür habe ich einige spezielle Dinge vor. Aber die werde ich euch dann auch mitteilen. So, ich würde sagen, ich mache hier noch weiter bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt gut was geschafft in dieser Zeit. Ich werde, wie gesagt, wahrscheinlich den Boiler hier noch etwas erweitern, vielleicht auch noch weitere von diesen Dampfmaschinen bauen. Man kann maximal, glaube ich, 8 Stück oder so anschließen. Für das sollte der Dampf eigentlich doch reichen und die 100% hier müssten theoretisch auch reichen. Ja, und hier, das Ganze läuft mittlerweile auch recht gut und der Akkumulator scheint nachzukommen. Aber ihr seht jetzt hier, das Wasser geht dauernd wieder runter, also der muss sehr viel kühlen hier. Und ja, ich werde die Grundmauern hier fertig bauen bis zum nächsten Mal, damit wir das nächste Mal mit der zweiten Etage beginnen können. Ich werde hier das Dach wahrscheinlich auch schon drüber machen mal. Und eben, wie gesagt, Boiler erweitern und hier werde ich einfach das Ganze hier möchte ich noch etwas umbauen, weil ich möchte hier drüber laufen können dann irgendwann mal. Deshalb, das kommt wahrscheinlich wieder weg irgendwann dann, damit der ganze Strom vom Dampfboiler dann hierfür auch reicht. Wobei, sie läuft jetzt auf grün und ich glaube, grün ist nicht das Beste. Ich glaube, es gäbe noch blau oder so. Blau sollte das Beste sein, weil beim Laser ist auch blau das Beste und beim Steinbruch auch. Und das kommt aus demselben Mod. Deshalb denke ich, etwas mehr Energie könnte die hier noch ertragen. Ja, dann mache ich hier die Grundmauer noch fertig bis hierhin. Mache das Dach drüber, überall Kliergläser, also kleines Glas, schön rein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.